Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Sehr viele Menschen bedanken sich, dass wir für sie beten. Und wir beten für alle Anliegen, die bei uns eingehen, auch die, welche wir nicht vorlesen. Und das möchte ich gleich auch tun. Danke, Jesus, dass du der Herr bist, der jedes Anliegen kennt, das bei uns eingeht. Jede Person. Du bist ganz persönlich bei jedem Einzelnen. Und ich danke dir, dass du eingreifst bei jeder Situation, bei jeder Krankheit, bei allem, was diese lieben Menschen auf dem Herzen haben und was sie mit sich herumtragen und was sie dir bringen. Danke, Jesus, dass du da der Eingreifende bist, dass du der Löser aller Probleme bist und dass auch du der Heiler bist. Danke, Jesus. Danke, dass du jedes Anliegen kennst. Danke. Amen. Amen. Hoffnung um 12. Ja, wir wollen auch dich heute wieder ermutigen. Gottes Wort lebt. Dazu gleich mehr. Lass uns ein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Gottes Wort lebt. Und wir lesen in Jesaja 55, Vers 11. Gott sagt dazu seinem Wort: Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was es will, und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Also, da steckt so viel Kraft drin. Das ist nicht nur ein Geschichtsbuch mit wunderbar schlauen Wörtern und Geschichte, die war, sondern Gottes Wort lebt auch für dich. Es steckt das drin, was es wirken soll. Bist du bereit, dass Gottes Wort durch dich wirkt? Denn wir sind auf dieser Erde, dass Gott durch uns sein Wort erfüllen kann. Wusstest du das? Das ist wirklich eine ganz, ganz wunderbare Sache, dass wir bereit sind, dass Gottes Wort wirklich durch uns in diese Welt hinaus getragen wird, wie man so sagt, aber auch für dich, aber nicht nur für dich, sondern du darfst ein Kanal sein, dass Gottes Wort lebt für deinen Nächsten. Ist das nicht wunderbar? Danke, Herr. Danke, Herr, dass dein Wort lebt. Ich danke dir und dass das geschieht, Herr, wozu du es gesandt hast. Und Herr, lass uns bereit sein. Lass uns auch offen sein, wirklich, Herr, wirklich bereit sein, dass du durch uns wirken kannst. Amen. Amen. Unter anderem bekamen wir diese Bitte um Gebet. Ich habe ein Gebetsanliegen, bekomme andauernd Schmerzen in meinem Körper wegen Abszesse an verschiedenen Körperstellen. Davon wurde eins schon rausgeschnitten. Durch diese Sachen habe ich schlaflose Nächte und Angstgefühle, einfach schlechte Gedanken, die ich überwinden muss. Bitte um vollkommene Heilung. Jesus, und wir danken dir, dass wir dir diese Person einfach bringen dürfen, mit diesen Abszessen, und dass du der Heiler bist, dass du diese Abszesse austrocknen lässt. Danke, Jesus, dass du ganz nahe bei dieser Person bist, auch in der Nacht, wo sie Angst hat, und dass diese Angstgefühle entmachtet sind durch das Blut Jesu. Und ich danke dir, dass sie deinen Frieden in ihr Herz bekommt, dass sie wieder schlafen kann, dass dieser Druck aufhört und diese schlechten Gedanken weggehen, dass sie entmachtet sind und kein Anrecht mehr haben. Und ich danke dir für vollkommenen Frieden und einen guten Schlaf und vollkommene Heilung. Danke, Jesus. Amen. Amen. Per WhatsApp erreichte uns folgendes Gebetsanliegen. Meine Familie und ich brauchen Gebet wegen Streitigkeiten zwischen den Eltern und Kindern. Bitte um Versöhnung und Heilung von Verletzungen der Herzen und Seelen. Jesus, und ich danke dir, dass du auch diese Familie kennst und dass deine Versöhnung da hineinkommt, dass dein Frieden da hineinkommt, dass du wirklich eine Harmonie schenkst zwischen Eltern und Kindern, zwischen den Generationen. Und ich danke dir, dass du auch da der Herr bist, dass du da die Ursache auch lösen kannst. Danke, Jesus, dass du da auch Strategie schenkst und Weisheit, miteinander umzugehen. Danke, Jesus, für wunderbare Harmonie und Versöhnung in dieser Familie.
Und ich danke dir auch für alle anderen Familien, wo Streitigkeiten sind oder wo Unversöhnlichkeit ist, dass du da hineinkommst mit deinem Frieden, mit deiner Liebe und mit deiner Versöhnung. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Und ein Mann schreibt uns per E-Mail: Ich hatte im März 2020 einen Herzinfarkt. Bitte beten Sie für mich, dass ich gesund werde. Ja, danke, Herr. Danke, Herr, dass du auch diese Situation kennst. Und ich danke dir, Herr. Herr, dass wir Gesundheit in diesen Leib hineinrufen dürfen, in diesen Menschen hineinrufen dürfen. Herr, danke, Herr, für Wiederherstellung. Herr, ich danke dir, Herr, für komplette Gesundheit. Lass ihn wirklich erleben, dass das bei dir möglich ist. Herr, was vielleicht medizinisch unmöglich ist. Ich danke dir, Herr, dass du der große Arzt bist. Danke, Herr, für deine Hilfe und für deine Heilung. Amen. Amen. Und ein weiteres Gebetsanliegen. Danke für das Angebot des Betens. Hier meine Bitte um Gebet für eine gute Freundin. Sie ist schwer an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt, hat eine Operation an mehreren Organen über sich ergehen lassen, wo es bereits um Leben und Tod ging. Starker Gewichtsverlust, jetzt eine Chemotherapie und dadurch zusätzliche Nebenwirkungen. Es geht ihr sehr schlecht. Ja, es gibt so oft Situationen, wo wir nur noch hoffen und glauben können und sonst niemand was tun kann. Aber wir erleben so oft, wie Gott eingreift und Gott macht keine Fehler. Danke, Herr. Danke, Herr. Herr, du siehst jetzt diese Frau mit diesen vielen, vielen Operationen und dass es nach wie vor nicht gut ist, sondern nach wie vor Hilfe gebraucht wird. Und ich danke dir dafür, dass du der Heiler bist. Danke, Herr. Durchströme den ganzen Leib mit deinem vergossenen Blut, auch für Krankheit, Herr, für Errettung. Aber danke, Herr, lass das Wunder geschehen. Herr, wir bitten dich und lass es uns erleben, gemeinsam, Herr, dass Heilung hineinkommt in diesen Körper, Herr. Heilung aus deinem Heiligtum. Danke, Herr. Amen. Amen. Und wir freuen uns, dass Menschen Gott erleben. Und per WhatsApp teilt uns jemand mit: Vielen Dank, Gebetsteam. Nach 3,5 Wochen, wo ich bei meiner Mutter war und sie betreut habe, ist sie guter Dinge. Sie kann schon wieder mit den Stöcken ein paar Meter laufen oder in der Wohnung mit dem Wägelchen. Es geht aufwärts. Sie braucht keine Schmerzmittel mehr und hat auch fast keine Schmerzen mehr. Gott ist groß. Danke vielmals. Wie schön. Und eine andere Person schreibt uns ganz kurz und knapp: Liebes Gebetsteam, danke fürs Gebet vom Knie. Es ist geheilt. Wie schön, wenn man so etwas sagen kann. Und eine Frau schreibt uns diese Gebetserhörung: Danke für eure Gebetsunterstützung. Mein Arbeitsvertrag war bis Ende August befristet. Ich bat bei euch um Gebet, dass ich die Arbeit behalten darf. Gott hat Großes getan und das Gebet erhört. Ich bin jetzt noch für mindestens 3 weitere Jahre beschäftigt und bekomme auch mehr Gehalt. Das hatte ich mir nicht zu träumen gewagt. Lob und Dank unserem Gott. Ja, Gott kümmert sich um alles. Ja, wie wunderbar, in den vielen Sendungen, die wir in den letzten 4 Monaten gemacht haben, sind so viele Dinge passiert im Arbeitsleben. So viele Menschen haben wieder Arbeit bekommen in einer Zeit, wo das fast total unmöglich ist. Und vielleicht hast du irgendwas Tolles erlebt. Du brauchst vielleicht keine Arbeit, aber hast vielleicht was anderes erlebt. Lass es uns wissen. Die Nummer für WhatsApp ist eingeblendet. Lass es uns wissen. Wir würden es gerne weitersagen. Ja, der Tipp des Tages: Gottes Wort ist lebendig, haben wir gesagt, und es ist so. Such dir wirklich eine Verheißung in der Bibel heraus und bete darüber und sage: Ja, Herr, diese Verheißung, die soll in meinem Leben wahr werden. Da gibt es zum Beispiel im Mose den Vers: Ich bin der Gott, der dich heilt.
Du darfst beten, ja, Gott, hier steht's drin, hier steht es drin, ich will es erleben. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, lass es uns wissen, heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Ja, und wenn du noch nicht unseren YouTube-Kanal abonniert hast, dann mach es jetzt, dass du nichts verpasst. Es ist völlig kostenlos. Wir verabschieden uns für heute und wünschen dir Gottes reichen Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.